Lass uns unsere Träume jagen und hoffentlich auch unsere Träume erfüllen. Nedir, ich weiß, dass du es diesmal schaffen wirst. Und egal wie schwer es in der Vergangenheit war und wie oft du am Boden warst, diese Zeiten sind inshallah vorbei. Und du wirst dieses Jahr dein Profi-Debüt geben. Ich sehe, wie hart du dafür gekämpft hast. Ich sehe, wie hart du immer noch dafür kämpfst. Ich weiß, dass du alles schaffen wirst, was du dir wünschst. Und wir stehen alle hinter dir. Ihr wisst, ich war öfter abgeschrieben. Öfter haben mir Ärzte schon gesagt, ich werde nie wieder Fußball spielen. Aber jetzt stehe ich hier mit einer realistischen Chance. Okay, die Chance ist klein, aber sie ist da. Ich habe einen Traum und mein Traum ist es, hier drin zu spielen, Leute, und das wisst ihr. Ich habe die letzten Monate bei den Profis trainiert, plötzlich wurde ich aber runtergeschickt in die zweite Mannschaft. Dort habe ich dann ein paar Tage trainiert. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass sie mich wieder runtergeschickt haben, aber wer weiß, vielleicht schicken die mich wieder hoch. Auf einmal kriege ich einen Anruf, dass ich einen Tag vor dem Spiel der Profis doch mittrainieren sollte. Das Training war ein ganz normales Training. Am Ende standen wir im Kreis und der Trainer hat etwas gesagt, womit ich niemals gerechnet hätte. Alle sind dabei morgen, mit alle meine ich alle, die hier stehen, und hat dann so zu mir rübergeguckt mit so einem Grinsen. Bruder, in dem Moment, als er gesagt hat, alle sind dabei, ich wollte auf ihn raufspringen. Auf diesen Moment habe ich jahrelang gewartet. Einfach Kader, Digga. Unglaublich. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich in einem Profikader bin. Wir sind nach dem Training direkt ins Hotel gefahren. Auf dem Weg ins Hotel habe ich mir gedacht, morgen ist es einfach soweit. Morgen erfülle ich mir meinen Traum und ich konnte es einfach nicht glauben. Ich bin das erste Mal dabei, Mann. Ich freue mich übertrieben. Ich schwöre, das ist mein Traum, Mann. Ich wollte das schon immer. Genau das wollte ich schon immer. Das ist so krass. Es fühlt sich an wie ein Traum, Mann. Es fühlt sich einfach an wie ein Traum. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich so aufgeregt war. Mein letzter Gedanke vor dem Einschlafen war, morgen hole ich mir das, worauf ich mein ganzes Leben hingearbeitet habe. Morgen hole ich mir mein Profidebüt. Am nächsten Morgen ging es los Richtung Stadion, Richtung Olympiastadion. Das Stadion, wo ich mir seit Kindheit schon wünsche, drin zu spielen. Ich bin aus dem Bus gestiegen und normalerweise habe ich immer meine Kopfhörer auf, aber an dem Tag habe ich meine Kopfhörer ausgezogen. Ich wollte wissen, wie fühlt sich dieser Traum an, von dem ich mein ganzes Leben lang träume. Und ich sage euch ehrlich, ich hatte die ganze Zeit Gänsehaut. Ich kam in die Kabine, mein Trikot hing bereit, wir haben uns umgezogen und dann ging es raus zum Aufwärmen. Dann standen wir davor und ich habe den Rasen gesehen, der war so ein bisschen über meine Kopfhöhe. Man konnte so hoch ins Stadion gucken, weil wir waren unter der Erde, müsst ihr euch vorstellen. Und das sah da schon brutal aus. Und ich dachte mir, ey, das kann nicht echt sein, was gerade passiert. Und dann haben die Jungs gerufen, let's go! Wir gehen raus jetzt und dann sind wir raus. Wir können raus. Gänsehaut. Es sah aus wie in einer Nike-Werbung. Es war eine andere Dimension. Es war tausendmal krasser, als ich mir das jemals vorgestellt habe. Imani, soll ich dir sagen, wo Baba ist? Da hinten, da, da, da. Ich saß auf der Bank und dann ging das Spiel los. Wir gingen 1-0 in Führung. Dann hat der Gegner ausgeglichen, 1-1. Und dann haben wir das 2-1 gemacht. Und mit 2-1 gingen wir in die Pause. Dann ging die zweite Halbzeit los und wir sind zum Aufwärmen gegangen. Und ich dachte, wir führen 2-1. Wenn wir vielleicht das dritte Tor machen, dann wird mich der Trainer reinbringen. Dann stand es 3-1 für uns und ich dachte, ich werde jetzt eingewechselt. Wurde ich aber nicht. Dann stand es 4-1 für uns und ich wurde immer noch nicht eingewechselt. Dann dachte ich, ey, es steht 4-1. Warum bringt er mich nicht? Es kann doch nichts mehr passieren. Dann stand es 5-1. Der Trainer hat seine Wechsel aufgebraucht und ich wurde nicht eingewechselt. In dem Moment habe ich mich so gefühlt, als hättest du mir meinen Traum vor die Augen hingelegt und dann einfach weggezogen. Und dann dachte ich mir einfach nur, vielleicht hat er mich doch nur als Lückenfüller mitgenommen. Vielleicht bin ich das nächste Mal gar nicht mehr im Kader. Vielleicht werde ich mir meinen Traum doch nicht erfüllen. Das nächste Spiel wäre das DFB-Pokal-Achtelfinale. Wenn er mich also bei einem Ligaspiel, wo wir 5-1 führen, nicht einwechselt, wieso sollte er mich überhaupt zu so einem wichtigen Pokalspiel mitnehmen? Dann haben die Medien berichtet, dass ich im Kader war und anstatt positive Nachrichten habe ich sehr viele negative Nachrichten bekommen. Hertha hätte mich nur mitgenommen, weil ich ein Marketing-Move bin. Der Trainer würde mich niemals einwechseln. Ich bin nur ein Influencer, der nicht mal bei einem 5-1 eingewechselt wird. Jedes Mal kommen irgendwelche Leute raus, die reden, aber das ist gut, Leute. Das ist sehr gut. Ich schwöre, das ist sehr gut. Gib mir mehr davon. Gib mir immer mehr davon. Ich will die hören, wenn ich meine ersten Tore mache, meine ersten Spiele mache. Dein Traum ist auch mein Traum. Und ich wünsche mir so sehr vom Herzen, dass du es schaffst. Er hat mich nominiert, Luisa. Ich bin im Kader.
YouTube-Star im Pokalkader. Jindawi winkt Debüt im Pokal gegen den HSV. Vor dem Spiel gab es eine Teambesprechung. Da hat er zu mir gesagt, vor den ganzen Spielern, bei einem Stand von 4-1 oder 5-1 bringe ich dich nicht rein. Du bist mein Magic Moment. Dich bringe ich bei Rückstand oder Unentschieden rein, wenn ich das Spiel gewinnen will. Das Stadion war fast ausverkauft. 65.000 Menschen. Ich saß in der Kabine und hatte im Kopf, bei Unentschieden oder Rückstand werde ich heute reinkommen. Und dann ging's los. Wir gingen in Führung. Nach 10 Minuten hat der Gegner aber ausgeglichen. Mann, ey, so ein Kack-Weitschuss. Und kurz darauf ging der Gegner in Führung. Es kann nicht sein, ey. Und dann war Halbzeit. Es stand 2-1 für den Gegner und ich hatte die Worte vom Trainer im Kopf. Und ich wusste, wenn das Spiel so bleibt, dann ist es soweit. Also habe ich mich einfach nur auf meinen Einsatz vorbereitet. Ich habe mich an der Torlinie aufgewärmt und weil das Spiel so spannend war, habe ich die ganze Zeit zugeguckt. Auf einmal sagt der Athletiktrainer zu mir, dass ich 3 Sprints machen soll. Nach dem 3. Sprint meinte er, na, da viel Spaß, Junge. Dann stand ich da und dann ging die Tafel hoch. Und dann wurde ein Traum wahr, Mann. Ja, Mann. Dann wurde ein Traum wahr. Das Spiel musste gewonnen werden. Das heißt, ich bin mitverantwortlich dafür, dass dieses Spiel jetzt gedreht wird. Dann kam die 90. Minute und auf einmal steht es 2-2 und ich bin so ausgerastet. Wir waren wieder im Spiel. Es gibt Verlängerung. Wow. Und dann ging die Verlängerung los und wir kassieren das 3-2. Es kann nicht sein, ey. Das heißt, wenn es so bleibt, fliegen wir raus. Ich habe einfach gehofft und gebetet, dass mein Debüt nicht mit einer Niederlage startet. Dann in der 120. Minute hatte unser Außenverteidiger den Ball. Ich habe mich lang angeboten und habe den Gegenspieler getäuscht, indem ich dann doch kurz zum Ball gegangen bin. Ja, ich habe gesehen, dass Nader den Ball bekommen hat, hochgeschaut hat und relativ offen meine Seite war. Ich dachte, jetzt spielen wir einen guten Ball. Der Ball kam perfekt. Ich dachte, okay, guter erster Kontakt, Konzentration. Und auf einmal waren wir wieder da. Der Seitenwechsel von Nader Jindawi ist verdammt nochmal Weltklasse. Ja, ja. Es gibt Elfmeterschießen. Das Spiel war noch nicht vorbei. Ich wollte dieses Spiel unbedingt gewinnen. Wir standen alle im Kreis und wurden gefragt, wer sich traut, einen Elfmeter zu schießen. Und ich habe direkt ja gesagt. Dann standen wir am Mittelkreis und das Elfmeterschießen ging los. Ja! Scheiße. Ja! Boah. Und dann war ich dran. Ich bin zum Punkt gelaufen und ich dachte mir, alles oder nichts. Wir stehen alle hinter dir und du wirst das schaffen. Du wirst das schaffen, was du dir willst. Du hast es uns versprochen. Lennart, du schaffst das. Du hast es schon geschafft. Du schaffst es, du hast es. Das ganze Stadion ist explodiert. Es war einfach magisch. So hätte ich mir mein Debüt niemals vorstellen können. Ja, Mann! Träume werden wahr, Mann! Leute, ich liebe YouTube. Aber YouTuber kann jeder werden, Fußballer nicht.
Ich glaube ehrlich gesagt, Imani hat gar nicht verstanden, was da abgeht. Aber eines Tages wird sie die Bilder sehen und wird verstehen. Ja Mann, ich lebe meinen Traum. Das könnt ihr auch. Gebt einfach Gas. Wallah, gibt einfach Gas, Leute. Ich bin so dankbar, Bruder. Erstmal die Kamera ausmachen, Bruder.